Hallo und willkommen zu einem neuen Let's View. Diesmal geht es um das Panini-Sticker-Album von Aladdin, The Series oder die Serie. Die Serie ist sozusagen die Fortsetzung des Animations-TV-Films. Das Album erschien um 1995 herum. Ich habe es nie gesammelt. Ich habe es mal auf dem Flohmarkt für echt einen ganz, ganz günstigen Kurs bekommen. Mittlerweile wird es um die 40 Euro gehandelt. Es ist vollständig, deswegen schauen wir uns das auch genau an. Ja, ansonsten die Serie finde ich richtig gut. Sie erweitert eben halt die Aladdin-Welt sehr schön, hat sehr, sehr schöne kurze Serienepisoden. Es gab ja auch noch einen TV-Film, Jafars Rückkehr war das. Und das wird jetzt hier alles so ein bisschen behandelt, alles die ganze Geschichte. So ein bisschen Auszüge eben halt aus der Serie. So, das wollen wir uns jetzt genau anschauen. Also, viel Spaß damit. Ein schönes Artwork, muss ich sagen, hier fürs Titelbild. 1,50 D-Mark hat das Sticker-Album gekostet. Ja, hier schön mit Jakko, Abu, Genie, Aladdin drauf. The Series, wie gesagt, zur TV-Serie. Und dann schauen wir uns das Album mal an. So, hier haben wir das Doppelseite, so hier so ein bisschen eine Art Kapitelansicht der verschiedenen Episoden, die jetzt hier behandelt wurden. Mit verschiedenen Sachen. Hier sehen wir auch die Motive und hier sehen wir auch schon die ersten Sticker, wenn man genau guckt. Hier eben halt Jakko, bei Genie muss der Kopf gesetzt werden, bei Jasmin, Aladdin und auch bei Abu sozusagen. Dadurch waren ein paar andere Sticker eben halt auch gefragt, nicht nur die normalen viereckigen. Ja, weiter geht es. Folgen wir mit der ersten Geschichte. Konkurrenz für Aladdin. Ich will die Geschichte jetzt hier auch gar nicht lesen. Wir betrachten das einfach so ein bisschen. Hier sehen wir auch, da wurde der Charakter eingefügt. Teppich. Liegende Teppich hier, so wie so eine liegende Nase, was auch immer das bedeuten mochte. Ich kenne die Episode jetzt nicht. Aber wir können sehen, auch hier muss Aladdin eingefügt werden. Der Humor war eben halt auch sehr modern, aber es kam gut an. Ja, Konkurrenz bedeutet, jemand wollte ganz gerne Jasmin ebenfalls heiraten. Noch war er, glaube ich, nicht verheiratet hier, oder hat er verheiratet? Ja, schon sehr interessant. Ja, hier geht es auch weiter mit den Motiven, richtig schön. Mit Hüten auf Fisch, also man wurde ein bisschen veralbert, das Ganze. Hier bei Abu, der Stier. Ja, die mussten ja zusammenkämpfen. Genie war immer gut für einen Lacher. Ja, Pia Augustinski, der deutsche Sprecher, hat ihn großartig hingekriegt. War ja auch die deutsche Stimme von Robin Williams. Nichts ging über ihn. Auch hier, ne, war die Wahrheit über alles. Die Bösen, das böse Monster. Hier seht ihr auch, wie das Bild eingefügt werden musste. Auch hier. Ja, richtig cool. Man muss manchmal genau gucken. Das Bild ist nicht geklebt, das war drin. Richtig cool. Also wie gesagt, die Geschichte lese ich jetzt nicht. Aber die könnt ihr lesen, wenn ihr Bock habt. So, hier haben wir schon die nächste Geschichte. Lieber ledig und lebendig. Ja, Genie als Taucher. Richtig viel, mit viel Humor eben halt. Da geht es um Schmuck. Ja, es gab immer viel Chaos. Tiger. Und es geht ja auch immer daran, wieder Jasmin zu übernehmen. Jemand möchte immer Aladdin von Jasmin wegbringen. Ja, ne, wer eine schöne Frau haben will, der klaut sie gerne von dem, der sie hat. Hier können wir auch sehen, der Humor. Skelette werden lebendig. Hier wie so ein Tausendfüßler. Knochenkäfig. Buskamel, kann man sagen, hat Genie ja wieder gearbeitet. Richtig lustig. Auch viel Humor eben halt drin. Das macht ja auch die Serie irgendwo auch aus. Man hat auch von dem Film den Humor sehr gut eingefangen. Ja, Aladdin und Genie müssen dem Sache auf den Grund gehen. Den Magier aufhalten. Ja. Und eben halt scheinbar Jasmin wieder befreien. Am Tag, als der Vogel stillstand. Hier haben wir auch einen alten Gegner, der ja schon damals dabei war.
der unbedingt ja, die Macht immer wieder haben wollte. Der hat auch die Wunderlampe versucht, in die Finger zu bekommen. Ja, Jako, der eitle Vogel, der auch selbstsüchtig war, immer die Schätze besitzen wollte. Oder Jako, ich sag Jako immer, Jako. Ja, Genie. Ja, es ging immer die Wunderlampe. Wer die Wunderlampe noch besaß, auch wenn die nicht mehr so unbedingt die drei Wünsche erfüllte, weil er ja sie ihn befreit hatte am Ende, hatte immer noch die Macht so ein bisschen über Genie. Ja, aber am Ende gewann Aladdin natürlich immer. Richtig cool. Coole Motive. Das Zauberamulett. Da gab es eine andere Diebin, tauchte auf. So ein bisschen Aladdin-Konkurrenz in weiblicher Form. Ja. Und es geht ja auch immer daran, Macht zu bekommen. Hier wollte man wollte man Jasmin aus dem Weg bekommen, wahrscheinlich weil sie sich verliebt hatte in ihn und wollte unbedingt Jasmin aus dem Weg räumen. Ja, so ist es manchmal. Hier auch der Kampf mit diesem Monster. Und wie immer hat Genie mit einem Trick gewonnen. Die Prophezeiung. Ja, ihr seht, wie bunt das ist. Ich kann euch von den Folgen nicht viel erzählen. Ich habe sie wirklich nie so ganz gesehen, aber wir schauen uns das einfach nur so an. Das Ganze auch hier mit dem Schiff fahren sie. Hier muss man das Schiff einsetzen. Ja. Im Endeffekt war dieses Team mit Genie, Jasmin, Aladdin, Jago, Abu, dem Affen und dem Teppich immer wieder vereint. Ja, Schiffbruch haben sie erlitten, werden gefangen genommen, mal wieder vom alten Bekannten, der ja immer noch die Macht haben möchte über Genie und über Reichtum haben möchte. Ihr könnt es ja hier sehen. Und hier haben wir eine kleine Biene, die stark an die Rescue Rangers erinnert. Also spricht Chip und Chap. So, was haben wir noch weiter? Aladdin haben wir hier. Auf dem Teppich hier natürlich wieder den Schatz versucht zu bekommen und auch mal wieder taucht ein großes Monster auf, was den Schatz bewacht, ein Zyklop. Ja, und am Ende werden sie bis aufs letzte Hemd ausgeraubt, vom Monster wahrscheinlich. Interessant. Der Herr der Sieben Meere. Aladdin als Pirat. Mechanischen Kraken, auch richtig cool. Bisschen abgedreht, aber was hat man nicht alles rausgeholt aus der Serie? Richtig cool. Ja. Verrückte Unterwasserwelt. Aber Genie rettet wie immer den Tag, auch gegen den mechanischen Kraken. Der kam auch immer wieder vor, der hat dann auch immer mechanische Wundermaschinen erfunden, die vorkamen. Ja. Bisschen Nautilus-Fieber dabei gewesen. Naja, Schatz von Atlantis, will man ja immer. Jago, der golden wird. Jago, nicht Jago. Ja. Wir sehen, einige Geschichten sind ein bisschen länger ausgearbeitet, gezeigt, sozusagen in die Länge gezogen. Vielleicht waren es auch Doppelfolgen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Serie habe ich ja nicht so verfolgt. Ich habe sie immer nebenbei geguckt, wenn sie im Fernsehen lief. Auf jeden Fall eine sehr gute Serie von Aladdin. Erweitert den Film ganz gut. Und überhaupt macht es Spaß, mit denen weiter Geschichten zu erleben. Ja, hier sehen wir auch weiter. Ich überlege gerade, ob ich den Titel überlesen irgendwo. Und mach zurückkommen. Doch da, armer Jago. Da ging die Geschichte weiter. Es passte so perfekt vom Outfit, deswegen. Ja, hier wird er im Golden und sozusagen ist im Mittelpunkt der Geschichte. Also das macht es auch aus, dass die Figuren immer mal wieder, jeder mal für sich irgendwo im Mittelpunkt stehen. Ja, hier sehen wir auch die alten Bekannten wieder. Man hat wiederkehrende Bösewichter gehabt. Ja. Und wie immer rettet Aladdin zusammen mit Genie allen den Tag. Das Album ist zu Ende. Hier wurde sozusagen keine Information, wie man fehlende Bilder nachbestellen konnte.
Werbung von Der König der Löwen Plüschtiere von Mattel. Ja. Und das war's. Das war mal so ein Let's View, so ein Durchblättern des Albums. Wenn ihr die Texte lesen wollt, hoffe ich, dass, wenn ihr das Bild anhaltet, dass ihr es ganz gut lesen könnt. Ansonsten, das war's für das Let's View von Disney's Aladdin the Series, dem Panini Sticker Album. Ja. Ansonsten, liken, teilen, abonnieren, sprecht mit mir in den Kommentaren. Habt ihr es auch gesammelt? Wie fandet ihr die Serie? Habt ihr sie auch geguckt? Und so weiter und so fort. Und ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!